Willkommen zu einem weiteren Spiel Nummer Part 2 für von beide FIFA Mannschaften bei dieser 18. WM Ja, red mir hier nicht 2018, der rein. zweite Spieltag in der Gruppe und damit hallo und herzlich willkommen. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Ich Sie kann auch die recht Begrüßung herzlich machen, aus dieser sehr meine interessanten Güte, ja. Gruppe. Ich Meinetwegen, glaube also ja, auch, das Iran hier gegen heute Spanien. wird wieder eine Es ist Reise soweit. benötigen. Heute Das kommt es Spiel, hier zur was Partie Iran morgen, gegen Spanien. also von meinem Punkt aus Hier ist morgen, die Aufstellung des Iran. Stattfindet. Sieht das aus, Wenn ihr das ihre Video seht, war es Formation heute. gestern. Ja, innovativ Ich ist hoffe, es Iran im hat ersten gewonnen. Schritt mal nicht, dieses Bezweifle ich, aber ich 4-4-2 hoffe. bedeutet aber nicht, Und ich hoffe mal, dass wir es gewinnen nicht auch heute. erfolgreich sein kann. Also jetzt Der hier in Blick diesem auf die Spiel. Aufstellung von Spanien. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die So, ich habe dieselbe Außenstürmer Aufstellung wie wirklich in an der letzter Linie Spiele. draußen bleiben. Also Sie wollen das Spiel breit Also machen. wenn ihr wissen wollt, welche. Ja, okay, werdet ihr eh irgendwo mal sehen, wenn ich ins Defensivbasis Menü gut. gehe. Um auszuwechseln, oder ich Und habe das jetzt Video los von geht's. gestern. Da wäre Platz für den Konter. Was habe ich für eine Verteidigung? Ja. David Silva. Nicht das Oh. Tor. Und wenn der reingeht, dann Knapp, haben sie das Ding knapp, erstmal im knapp. Griff. Aber so weiter 0-0. Ich muss hier ein bisschen besser werden. Weg ist der Ball. So ungefähr zum Beispiel David nicht. Silva, vielleicht wird es jetzt gefährlich. Ilaramendi. Da der keine Mühe Oh, hat warum bei hat er denn. Kopfball. Warum? Da war einfach zu wenig Druck dahinter. Warum? Kann der nicht gefährlich Der hätte ja werden? nicht mal berühren müssen. Ecke Ey, und dann kommt's. geht er auch noch mit dem Ball ins Sechner Abwurf. Aus. Ganz starke Aktion Ey, vom ich hätte sowas Torhüter. von jetzt dem Torwart die Schuld gegeben, wenn das jetzt ein Tor. Dafür kann ich echt Er kann nichts. klären. Also ich steuere den Torwart nicht. Piqué Ey, jetzt das am ist Ball. doch so ein Troll vom Union Diego Torwart. Costa. Da ist die Flanke. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Der Ball ist draußen, da kam Kann das natürlich Zuspiel nicht mit. an. Die Gastgeber können heute in die K.O.-Runde einziehen. Mal sehen, ob sie das backen. Ein Remis würde schon reichen fürs Weiterkommen. Ich bin gespannt, wie sie es angeht. Isco. Zweites Gruppenspiel, Buschi. Welche Rolle spielt die Taktik? Naja, erstmal wird sich hier jeder eine gute Ausgangslage verschaffen für die abschließende Vorrundenpartie. Also, da hat er den Ball. So, komm, jetzt muss ich langsam rein hier. Ach, Geht gut schlecht. dazwischen, weg ist der Ball. Das war schlecht. Jetzt die Spanien ist echt noch Spanier. mal eine Nummer größer als Marokko. So eine fette Nummer. Jetzt die Flanke. Warum hat mein Torwart so viel eingesetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Das war eigentlich dumm. Schnell. Pass. Jetzt lauf. Lauf, Junge. Tolles Zuspiel. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Komm! Pfosten. Nein! Der Nein! Ball ist erstmal Oh! super Nein! gerade. Muss Ecke geben. Oh nein! Werfen wir noch mal einen Blick auf Wie kein diese Schuss aufs Chance. Tor! Oh nein! Pfosten! Und er dann noch hinterher! Ich habe aus Versehen X halt gedrückt statt. Also X statt Kreis, weil ich dachte. Also ich dachte nicht, dass er zum Spieler abprallt. Deswegen würde ich halt passen. Die Ecke kommt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ist Nee, jetzt. nicht kontern, nicht kontern, nicht kontern, nicht kontern, nicht kontern. Ilaramendi. Sondern überlegt. Aber ich habe FIFA echt Ist schon das lange eine nicht mehr gespielt. Torchance? Gestern ein bisschen gespielt, halt jetzt noch das Spiel in Marokko davor. Nun Carvajal am Ball. Aber sonst gar nicht. Oh oh. Silva! Also ich spiele auf der Schwierigkeit Es High gibt Ecke Profi. und damit die Chance zur Führung. Falls es euch interessiert. Ecke kommt rein. Raten von denen ja alle. Sergio Ramos! Wo bin ich? Andranik Temurian. Toller Pass! Lauf, 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 Junge, lauf, Achtung lauf. jetzt vielleicht! Die Chance Nein, wird er wieder trifft einfach genutzt. nicht. Ja, sah richtig Warum gut triffst aus, du aber nicht? der Abschluss Gefeuert. viel zu schwach. Weiter 0-0. Absolut gefeuert. Und Javi Martinez. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er hält Abseits. Sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing ich hab keinen Abseits nicht gesehen. Ganz gestimmt. Oh. Ich habe JP nicht gesehen. Jordi Alba. Ilaramendi. Und Busquets. David Silva am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Diego Costa jetzt am Ball. Fängt diesen Ball ab. Puh. Früh wird er jetzt gestört. Diego Costa jetzt im Spielaufbau. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Nein, oh, knapp. Auf außen ist jetzt Platz. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Irgendwie habe ich das Gefühl, Flanken sind ineffektiver geworden, die FIFA 18. Oh, mein Team ist halt so ineffektiv dafür. Weil es mir auch gestern aufgefallen ist, ich kriege nie eine Flanke rein. Nie. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Masud Shoyai. Jetzt lauf. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt schießt er. Die Chance zu komm, warum? Warum? Alter, warum schießt du auf den Torwart? Oh nein. Jetzt richtig abgefahren. David Martinez. Und David Silva. Oh, also ich hatte die krasseren Chancen. So viel steht schon mal fest. Andranik Temurian. Sie kommen jetzt über außen. Nun Diego Costa. Abseits. Es wurde ein Tick zu früh gestartet. Richtige Alter, Shoja ist ja richtig. Ja, Marsch. Okay, muss ich zur Halbzeit gleich ein auswechseln. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und nun Jordi Alba. Zur Pause hat hier noch. Warum hat der keine Ausdauer? Kann man die irgendwie trainieren, dass sie mehr Ausdauer haben? Auf der Deutsch wahr sein. WM 2018. Ja, ich glaube, nächstes Jahr ist ja dieses Spiel spielt eigentlich in der Stadt. Ich denke, dass ich in der Pause oder so veranstaltet haben. Und jetzt geht's hier weiter mit dem zweiten Durchgang. Oh, das war ja auch wirklich eine hohe. Aber das ist echt stark, wenn Iran 0-0 hält gegen Spanien. Der neutrale Zuschauer muss doch begeistert sein. Wird das jetzt der Schuss! Oh. Da war sie! Also wenn Iran so spielt gegen Spanien, also halt mit so welchen Chancen auch teils, dann haben sie große Aussichten. Andranik Temurian. Das könnte gefährlich werden. Oh. Und Piqué dazwischen. Warum ist er so in die Mitte wieder reingelaufen? Dämlicher Spieler. Wie findest du die Leistung von Isco bisher? Also, er kann deutlich mehr. Da bin ich warum? Warum dahin? Ich wollte einen Steilpass machen, aber nach außen, nicht nach innen. Ja, jetzt Busquets. Nun David Silva. Und Busquets. Wird das eine Torchance? Ilaramendi. Diego Costa. Sehr guter Einsatz. Den Ball hat er. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ich habe keine gute Offensive, ey. Und nun Jordi Alba. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Pass zurück zum Keeper. Andranik Temurian. Ehsan Hachisafi. Schießt. Sie liegen vorne.
Und jetzt Ja, müssen wir mal Mann. abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja 1-0. eigentlich eine Reaktion kommen. Ah, geil. Geil, geil, geil. Das Tor war zwar richtig kacke, aber geil. Und mit diesem Treffer sind sie vorne. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Du? Nein, ich glaube keiner. Eigentlich habe ich mir gedacht, selbst das noch wäre nicht besser mal. zu passen. Jetzt heißt es Aber ich immer, habe in dem vor Moment allem halt schon eins, Kreis Ruhe gedrückt. bewahren. Und dann ja, was soll man machen? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Was soll Ganz man sicher. machen? Auch dieser Ball kommt an. Busquets jetzt. Es gibt ja diese Funktion jetzt mit R2 manchmal, geht dass ihr Tor zu es so Spanien. Empfehlungen gibt zum Einwechseln, Der so Vorschuss zum von Diego Costa. Schnelleinwechsel. Villaramin. Er zieht Ich finde diese, ich finde es richtig geil Würde eigentlich. gefährlich Hier, werden, es das. gibt Ecke. Ja, mache ich zum Beispiel. Das ist jetzt. Er geht vom Platz und lässt sich Freunde, auf weil die dem haben alle Weg keine nochmal Energie mehr. ordentlich abfeiern. Ich Und weiß nicht, jetzt kann man völlig zu Recht, wie du Trainingseinheiten mich hier fragst, machen? das war eine Bei dem echt alle Weltklasseleistung, keine mein Energie Freund. mehr. Komm, schieß. Geht ja nicht rein, deswegen sag ich schieß. Villaramendi ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Die spanische Auswahl mit dem Ball gewinnen. Oh, Diego Costa. Diego Costa mit der Chance. Ja, stimmt, zu der habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass sie das hier gibt, ne? Ich mach jetzt mal Abwehrregel. Ich gehe jetzt richtig auf Defensivität. Esan Hachisafi. Auf außen ist Platz. Sieht nicht ungefährlich Was aus. Für Jetzt Abwehrriegel, ey. Ich mache auf Abwehrriegel, das ist nur die Viererkette hinten. Und Diego Costa. Schuss! Und im entscheidenden Moment versagen ihnen ein oder andere Mal die Nerven. Und ganz klar, das Selbstvertrauen wird mit jeder vergebenen Chance nicht unbedingt größer. Wird's jetzt gefährlich. Super dazwischen gegangen. Noch sind hier 20 okay. Minuten Hau zu den Mann um. absolvieren. David Alter, ist Silva das ist es. 50-50. Muss man auch was schaffen. Macht er ihn! Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Ja doch, der muss raus. Aber nicht gegen. Ja, okay, doch. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Er spielt den Pass zurück. Und nein, 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 los. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt, ey. Oh, wie offensiv stehen die denn drin, ist ey? Noch eine Viertelstunde zu spielen. Also sieht ihr, gerade Verteidiger hier sind. David Silva mit der Chance. Nein, nein, David nein. Silva. Oh. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Glück gehabt auf alle Fälle. Esan Hachisafi. Alter, warum gehen die so aggressiv rein? Jetzt müssen sie aufpassen. Nein, oh, ich hab zu lang kreist. Oh nein, ich versetz. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Nun David Silva. Jetzt die Spanier. Ein enges Ding bis hierhin. Und noch ein paar Minuten zu spielen. Ah, oh, nein. Kann den Ball hier klären. Schade. Ja, das gibt Eckball. Kurze Ecke jetzt. Da ist die Flanke. Können Sie jetzt klären? Aber kein Abnehmer. Carvajal jetzt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Und Thiago. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Sie kommen über den Flügel. Könnte jetzt was werden. Jetzt vielleicht. Jawohl!
Oh, damit hat sich Das jetzt der Tor geht Sieg absolut in gesichert. Ordnung. Lol, Sie bauen er springt damit da Ihre drauf. Führung aus. Zweifellos Oh, verdient. Karim, gut gemacht. Er wird vom Team getragen. Ja, so wird es auch in echt aussehen, ganz ehrlich. Ein Gefühlvoll Tor gegen schießt er den Spanien Ball oder hier ins so. Tor. Ja, Wolf, Das mit der klingt vielleicht für Innenseite Deutschland ganz so. überlegt Ja, gemacht. okay, Klasse. Deutschland kann das ja machen, gewinnt gegen Spanien. So, aber für den Iran, das ist Schaut halt noch gut so. aus. Es steht 2 zu 0. Da ist Bisher sogar ein spielen sie zweites Tor. hier ohne große Probleme. Das ist. Boah, die Also, Alba ja. jetzt. Ich kann sagen, das Team, was Spanien besiegt hat, Jetzt schaffen Busquets. nicht viele. Geht jetzt was für Spanien. Vor allem, weil sie mit dem Spiel gegen Marokko ihren zweiten Ballverlust. WM-Sieg in der Da stehen ganzen die Abwehr Geschichte sicher. hatten. Da wäre Platz für den Konter. Da Was ist ist denn los Platz. mit Die Spanien? Warum Vorwärtsbewegung ist keiner jetzt. in der Defensive? Kann man ja Schießt gerne mal den was rein. versuchen. Oh nein, Konter fängt. Pfosten. Und zum Oh 1:0. nein. Rodrigo am Ball. Ärgerlich. Thiago jetzt. So, aber jetzt habe ich Für mir eigentlich mein Spanien kommt. Weiterkommen gesichert. David Silva. Fast. Fast leider drin. Nein. Das Spiel ist aus. Der Oh, ich Schiedsrichter habe so einen fordert großen Fehler noch gemacht. guter Zum Glück hat er abgepfiffen. Ja, dann würde ich sagen, war es auch mit dem Part. Ich bin jetzt damit offiziell weiter eigentlich. Ja, Portugal 4-0, Alter. Ja, nee, die kommen nicht mal ran. Aber doch, Portugal würde. Ja, doch, es ist sogar noch gefährdend. Weil ich spiele gegen Portugal, wenn ich verliere, krass verliere. Spanien gewinnt. Also Spanien müsste 6 Tore machen. Ja, 6 Tore machen. Also 6-0 stehen eigentlich, nicht 6 Tore machen. Sondern 6 Sto Mann. 6-0 stehen. Ich müsste verlieren. Ah ne, warte, mein Tor, der Franz kann ja auch untergehen. Ja, ich müsste krass verlieren. Spanien müsste krass gewinnen. Und ja, Portugal müsste gewinnen. Das bedeutet, ich könnte auf Unentschieden spielen, ich könnte auch theoretisch auf einen Verlust spielen. Ich bin eigentlich weiter, wenn man so sehen möchte. Aber ich versuche es natürlich mein Bestes zu geben für die 9 Punkte, für den Iran. Das war's von dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.